Hallo zusammen, heute startet sie endlich die Green Scooter Challenge. Hinter mir ist die Dreiländerbrücke. Wir sind hier im Weil am Rhein, wo drei Länder grenzen. Einmal die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Von hier aus starten wir unsere Tour durch ganz Deutschland und werden hoffentlich in 30 Tagen in Kiel die Tour beenden können. Also verfolgt mich live bei der Green Scooter Challenge 2019 und ich werde jetzt losrabbeln. Also. Servus Leute, es geht los. Ja, wir haben die Strecke ja so gewählt, dass wir hauptsächlich am Rhein fahren. Und hier links neben mir seht ihr den wunderschönen Rhein. Ja, der fließt durch viele deutsche Städte. Und auf der anderen Seite seht ihr Frankreich, unser Nachbarstaat. Auch ein sehr schönes Land, kann ich jedem empfehlen, dahin zu gehen. Ja, also zurzeit, wie schaut es aus, wie fahre ich überhaupt? Ne? Also wir haben eine Handyhalterung hier mit einem Navigationsgerät und rechts daneben seht ihr meine Geschwindigkeitsanzeige. Hier rechts ist ein Blinker. Der Blinker ist dazu da für den Helm, damit ich nicht einarmig sozusagen die Richtung anzeigen soll. Ja. Und also hier seht ihr so fahre ich zurzeit. Ich glaube, ich habe heute jetzt gerade die erste Challenge für mich, um hier weiterzufahren. Nämlich hier ist gerade Flut. Und jetzt ist die Herausforderung, mit dem E-Scooter jetzt da durchzukommen. Ne? Naja, das wird ja lustig. Ja, Challenge Nummer 1 einigermaßen gemeistert. Meine Füße sind komplett nass. Der Roller funktioniert noch, ja, aber hier seht ihr mal Deutschland, deine Infrastruktur, ne? So, Ladestation einmal da. Man kann sagen, die Infrastruktur in Deutschland für Fahrradwege ist zumindest hier in dem ersten Abschnitt ziemlich beschissen gewesen. Das Video habt ihr gesehen, mit dem, wie ich diese eine kleine Rheinüberschwemmung überquert habe. Ich habe ein bisschen nasse Füße, aber und der Roller hat aber sein Bestes gegeben. Wir sind jetzt auch wirklich leer, jetzt müssen wir laden. Und ja, ab dann danach zu der nächsten Station. Ne? Herzlich willkommen hier in, wo sind wir hier gerade? Wir sind gerade in der Vita Classica Therme hier in Bad Krozingen. Anscheinend im Internet stand hier, dass man hier E-Bikes laden kann. Und wir hoffen natürlich, dass wenn die E-Bikes hier geladen werden können, dass wir sozusagen unseren E-Scooter hier auch laden können. Ja, wie viel haben wir denn noch left von der Batterie? Also wir haben noch zwei Balken übrig, die wir noch sozusagen verbrauchen können. Wie viele Kilometer sind das ungefähr noch? Das sind so ungefähr 6 Kilometer, die wir fahren möchten. Und wir haben aber noch wie viel bis nach Freiburg? Bis nach Freiburg sind es noch 20 Kilometer ungefähr. Und das heißt, wir wollen das nochmal vollladen und dann heute Abend zum Interview mit Herrn Kunzemüller da zu sein. Und ich freue mich auf euch, ihr seid immer live dabei und ja, bis jetzt macht es mir ganz gut Spaß. Das Wetter ist natürlich super und überragend. Ich habe Rückenwind, das ist gut für die Batterie. Und ja, also. Sonst läuft alles, ne? Der erste Tag ist schon ziemlich nice. Und ja, hoffen wir mal, dass das Ganze genauso weitergeht. Ja, hallo. Tag 1 ist geschafft, die Strecke ist geschafft. Wir sind heute 68 Kilometer gefahren in nur 7 Stunden und 30 Minuten, was sehr, sehr große Distanz ist, meiner Meinung nach. Aber ich fühle mich topfit noch. Mal gucken, wie wir das Ganze aussieht, wenn wir in 20 Tagen das Ganze drehen. Aber naja, ich bin topfit. Wir haben aber noch ein kleines Highlight vor. Wir möchten gerne heute den Herrn Kunzemüller interviewen, der damals ein Mitgründer der E-Sharing, E-Carsharing-Anbieter MyEcar hier in Südbaden
gestartet hat. Und deswegen freuen wir uns auf das Interview, und das Interview werdet ihr dann auch live auf Instagram und YouTube sehen. Also, für mich heißt es jetzt kurz abduschen und los geht's.